Auf eure Empfehlung habe ich sie gekauft, die, ja, Ausrufezeichen, Salted Caramel Bits. Erinnert an diese Frühstückskissen, die es von Kellogg's gibt, also Tresor oder was weiß ich, oder die tausenden Eigenmarken von Lidl, Netto Markendiscount oder was auch immer. Aber hier steht Salted Caramel drauf und damit ist es natürlich ein Kaufargument. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und sie sollen wirklich richtig salzig sein. Und ich sage euch, ich glaube es nicht so wirklich, denn ich habe auf den Salzgehalt geschaut, der ist mit 0,84 Gramm tatsächlich nicht so gering, aber nehmen wir mal irgendwie hier Vitalis Schokoknusper-Müsli, was da oben steht, da sind 0,7 irgendwas Gramm Salz drin und auch bei vielen anderen Cereals sind ähnliche Salzgehalte drin. Ich sag mal, es ist natürlich mehr drin als bei vielen anderen und vielleicht ist das Salz so verarbeitet, zum Beispiel indem es oben drauf ist, statt irgendwie, das könnten zumindest die Salzkörner hier können zumindest den Eindruck machen. Vor allem, wie kann sowas Nutri-Score D sein? Sorry, mal ganz so eine Scheiß. Also ganz im Ernst, als nächstes ist Nutella Nutri-Score C. Also ehrlich, so ein Blödsinn. Wir schauen mal, wie. Also es kommt, wie gesagt, wenn das Salz so insgesamt aufgelöst ist und einfach reingetan ist, dann ist es halt nochmal was anderes, als wenn dann irgendwie so Salzbrocken drauf sind, die man dann konzentriert schmecken kann. Wir schauen auf jeden Fall 45% Cremefüllung mit Karamellgeschmack und zuerst aber ein Blick auf die Zutaten und dann wird geknuspert. Also, Nutri-Score D haben gekostet 2,40, 50, so um den Dreh. 500 Gramm sind drin. Cremig-karamellige Getreidekissen. Okay, okay, okay. Also die Zutaten. Cremefüllung mit Karamellzucker, Zucker, dann Palmöl. Palmöl wird genommen, damit es fest ist von der Konsistenz und die Füllung nicht rausfließt. Rapsöl ist drin, Maltodextrin ist ein Kohlenhydrat. Vollmilchpulver, Süßmolkenpulver. Süßmolkenpulver ist nichts anderes als Zucker fast schon. Ah, was heißt fast schon? Da ist sehr viel Zucker drin. Vollmilchpulver für den Geschmack. Karamellzucker ist auch drin. Speisesalz, natürliches Aroma auch drin. Also der Karamellgeschmack kommt hier nicht nur vom Karamell. Also ich gehe davon aus, dass es Karamellaroma ist. Weizenmehl ist drin, Zucker, Vollkornmehl sogar 11%, Vollkornmaismehl 5%, Vollkornreismehl, fettarmes Kakaopulver und nochmal Speisesalz. Okay, genau, also hier in der Füllung war Salz drin, deswegen die zwei, das zweimal erwähnen von Salz. DEVEGE Gesundwerk, deswegen wahrscheinlich auch Nutri-Score D, weil voll healthy und so. Hier habt ihr auch die Gründe, warum es Nutri-Score D ist. 467 Kilokalorien, 19,4 Gramm Fett, 32 Gramm Zucker, 3,4 Gramm Ballaststoffe, Eiweiß 6,4. Es ist absurd und ich wette, wenn diese Ballaststoffe nicht drin wären, dann wäre es Nutri-Score D. Ich wette, die haben es in Form von Maltodextrin oder was auch immer da reingemacht oder zumindest die Vollkornprodukte, wo dann Ballaststoffe drin sind, damit sie irgendwie Nutri-Score eh noch bekommen. Das ist ganz im Ernst, ey. Das ist echt. Also versteht mich nicht falsch, ich bin ja keiner, der sagt, oh nein, Nutri-Score E, D, das ist dann irgendwie schlecht, das darf man nicht essen. Natürlich, Süßigkeiten, esst es. Aber dass dann irgendwie sowas hier schön gemacht wird, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, hier wird übrigens gerade gepuzzelt, wie ihr seht. Ja, von der Optik kennen wir das. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich beiß jetzt hier mal eins durch. Okay. Füllung kann man jetzt... Das ist doof, machen wir jetzt mal. Okay, man kann die Füllung irgendwie nicht sehen. Na komm schon. Mann, ey, also man sieht mal wieder, im Leben nicht sieht es so aus, im Leben nicht. Ja, hier, okay, das ist jetzt ein bisschen besser. Kann man so ein bisschen die Füllung da drin sehen, die ja so dick ist, dass das ganze Kissen schon platzt am Arsch. So, ein bisschen Biomilch da drauf. Geht natürlich auch mit pflanzlicher Alternative. Super knusprig. Und salzig soll das sein. So, so. Interessant. Ja, eine ganz leicht karamellige Note. Dann probieren wir mal pur. Ja, da ist irgendwo ein ganz bisschen Salz, aber das ist jetzt nicht viel. Das kommt mir jetzt nicht mehr vor als bei anderen solcher Produkte. Es ist super knusprig oder die sind super knusprig. Es steht eine cremige Füllung. Also cremig, cremig karamellig.
cremig ist hier gar nichts, das ist ziemlich trocken. Und man würde es vielleicht als cremig wahrnehmen, wenn dieses knusprige Äußere nicht wäre. Aber da man das hat, ist das ein bisschen schwierig. Sie schmecken mir, aber ganz im Ernst, bisschen mehr Karamell, bisschen mehr Salz und es würde irgendwie stimmen, das was draufsteht. Das ist mir von beidem mal wieder zu wenig, aber insgesamt sind es ganz leckere Getreidekissen. Ich persönlich mag so andere Cereals lieber, so diese Getreidekissen, die sind zwar manchmal auch gar nicht schlecht, aber ich finde, da hat man immer mehr Hoffnung, als es dann hält, als das Produkt dann hält. Aber schlecht sind sie nicht. Und wie gesagt, leicht salzig sind sie auch. Hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, aber vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu extrem. Falls ihr sie probiert habt, dürft ihr mir eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt und sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.